So, liebe Leute, hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sea of Thieves. Wir sind hier alleine gerade unterwegs und wie gesagt, ich habe eigentlich da die Lösung schon gezeigt, wie man jetzt meisterlichen Seefahrer des Teufels freischalten kann. Und mir ist eingefallen, beziehungsweise ich habe das mal gesehen kurz. Und zwar ist es ziemlich strange, hier wird das nur einmal angezeigt. Alles ist ja doppelt, zum Beispiel hier meisterlich Seefahrer, dann gibt es die Belohnung und den Titel. Aber hier irgendwie beim Seefahrer des Seelenteufels, das gibt es nur einmal. Und anscheinend muss ich den auch machen. Also hätte ich diese 100 Frachten theoretisch gesehen nie machen müssen. Also nie, ja. Ich habe den Erfolg freigeschaltet, ich habe auch die Kostüme freigeschaltet und so weiter und so fort. Aber ja, heute werden wir uns eben dem widmen, dass ich hier dieses Skelett besiege und ja. Leider wird das schwer wieder hier auf den Vulkaninseln. Das eine ist hier gerade. Und wir haben ein Bündnis eingegangen. Also wir sind ein Bündnis eingegangen mit auch einer Schaluppe. Das finde ich sehr interessant, dass hier auch eine Schaluppe unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob der relativ neu hier unterwegs ist oder nicht. Ist mir schlussendlich egal. So, nach Norden. Gut. Es ist völlig egal, wo ich jetzt eigentlich hinfahre gerade. Und ja. Ich hoffe auch, dass ich euch immer hier neue Videos bringen kann und euch auch noch helfen kann, weil eben wie gesagt, das mit dem meisterlichen Seefahrer des Teufels, das habe ich sonst irgendwie nirgends gefunden. Und ja. Das war ein bisschen komisch. Ich finde es so. Ja. Der eine hat das so nebenbei noch erwähnt und mir ist dann aufgefallen, stimmt, das wird hier bei mir trotzdem angezeigt. Wieso sind dann da drei anstatt zwei? Und dann auf der nächsten Seite geht es irgendwie doch nicht weiter mit dem ganzen Ding. Und ich frage mich so, wieso? Was sind denn hier los? Okay, da liegen Fässer am Boden. So, Bananen haben wir hier noch. Es ist einfach komisch. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was der andere macht. Ich habe nur ein Bündnis eingegangen, damit er auch weiß, hey, ich bin kein Feind. Und ja, das ist, glaube ich, ein Russe, wenn ich das richtig gesehen habe. Gut, ich weiß nicht, ob man auf Russisch RUS schreibt, aber ich denke, vielleicht ist das mit dem Englischen, hat das mit dem Englischen was zu tun und dann, ja. Aber ich habe schon mal den Leuten gesagt, also. Ich habe einem gesagt, hey, da war ein Deutscher drauf. Ein Deutscher auf dem Server noch. So, ja, das ist eigentlich normal. Er hat schon viele gesehen. Und ich sage so, ja, ich sehe meistens Englischsprachige, Französisch, Italienisch. Ja, gut, Spanisch sehr wahrscheinlich auch. Und dann gibt es viele Russen, die ich schon gesehen habe oder gehört habe, besser gesagt. Gut, es ist schön, schön, dass Russen das spielen. Also ich freue mich über jeden Spieler hier auch, der mein Schiff nicht gerade versenkt. Vor allem über jeden, der ein Bündnis mit mir eingeht. Ich habe jetzt das Bündnis mit ihm eingegangen, weil ich habe gesehen, ah, der hat eine Flagge oben. Gut, können wir das Bündnis eingehen. Ob ihr dann das Bündnis wieder verlässt oder nicht, da kann ich nichts ändern. Gut, wenn er merkt, dass ich ihm nichts einbringe, dann geht das vielleicht weg. Aber es ist vielleicht noch interessant zu sehen. Ah, der ist auf der Insel. Ah, okay. Ach, das ist ja das Schiff. Weil je nachdem können wir jetzt hier auch noch, wenn wir zusammenarbeiten, noch ein bisschen zusammen was reißen. So, der eine ist nur ein Captain. Das finde ich gut. Und die anderen waren. Ach, ich habe hier noch einen blöden Flaschenpost. Drei Captain. Oh, diese komischen. Die halten so viel aus. Ja gut, überhaupt die Captain. Das wird halt dauern. Vor allem fünfmal muss ich das machen. Ja, zum Glück nicht mehr. Ja. Was ich komisch finde, habe ich ja auf Facebook noch geschaut. Da steht etwas auch von 25 Seefahrten. Könnte man auch noch Belohnung kriegen. Sehe ich nichts davon. Also ich meine, dem, was ich hier freischalten soll. Ja, Südwesten müssten wir jetzt hier. Da hinten, wo sehr wahrscheinlich auch der Vulkan ausbricht. Ja.
Am Schluss fahre ich hier hin, dann bricht er hier auch noch aus. Oh, toll. Die habe ich ja vergessen. Entweder Vulkan oder beschossen werden von der Insel. Der Vorteil ist, weil ich jetzt gerade drei gekauft habe, also ich hatte ja Platz für alle, kann ich gerade weitermachen, wenn ich jetzt hier die bekommen habe. Ob ich jetzt immer alle Schädel aufnehmen werde, hängt davon ab, ob jetzt der Vulkan gerade ausbricht. Und ja. Ob mein Schiff noch nicht untergegangen ist. Weil ich möchte es einfach hinbekommen, weil ich weiß nicht, wie lange das Ganze hier verfügbar ist. Es kann sein, dass es länger verfügbar ist oder immer verfügbar sein wird. Aber wenn sie jetzt, sagen wir nur, sie machen wieder neue Änderungen hier. Ich fand es eben schon schade, ich kann die Waffen zum Beispiel ja nicht mehr kaufen, die ich gerne gewollt hätte. Und ich habe das an dem Tag, als das Update rauskam, habe ich die genau hinbekommen. Habe ich das genau hinbekommen. Also ich war den Tag hier unterwegs, um das zu tun. Das war einfach, das war nervig. Dann hast du es endlich und dann, oh, wir haben leider etwas anderes im Angebot jetzt wieder. Also, ja, toll. Man kann ja auch nicht überall on sein als YouTuber, das ist halt so die Sache. Und wir jetzt genügend. Das Problem ist, wir können da. Gut, da können wir noch näher hin. Aber gestern hatte ich ja auch das Problem, dass der Vulkan daneben ausgebrochen ist. Das ist jetzt alles ein Vulkan. Das ist ein Vulkan. Oh, der bricht auch wieder. Auch wieder aus. Dass ich nicht weiß, wo ich jetzt mein Schiff hin tun muss. Ach, der ist fertig. Okay, dann fahren wir nah ran. Weil ich muss ehrlich sein, Skelette und so töten, da fährt man immer gerne etwas näher heran. Ich habe interessanterweise hier auch noch gestern, beziehungsweise eigentlich schon fast heute, ja, hey, noch eine legendäre Quest gemacht. Ich bin einfach öffentliche Schaluppe. Ich wollte eben noch nachschauen, ob wie das aussieht da mit dem Ganzen, ob ich da irgendwas übersehen habe. Dann habe ich gesehen, ja. Und zuerst dachte ich so, ja gut, dann bin ich einfach mal öffentlich, falls sie was verkaufen, kriege ich auch noch ein bisschen Gold. Dann habe ich so gesehen, die machen legendäre Quests auf einmal. Da gehen einfach alle anderen raus. Auf einmal bin ich auch so allein und denke so, hä? Dann habe ich noch eine Truhe geholt, wo wir von der Insel irgendwie nicht mitgenommen haben. Ich habe die ausgegraben, also einen Teil davon. Und bin dann von Skeletten getötet worden. Bin wieder auf dem Schiff. Die fahren schon weiter. Dann sehen wir auf der nächsten Insel. Und denke ich so, ja gut, machen wir weiter hier. Gut, wenn die halt einfach schnell hier machen wollen. Irgendwann merke ich einfach, gar kein Spieler mehr drin. Was ist jetzt denn los? Sie sind alle raus. Und vor allem, es waren nur 8 Aufgaben eigentlich. Die meisten, also ja, etwa 3 davon waren einfach Kisten, die man an einen Ort bringen müsste, hätte sollen. Man, meinem Wort, weil wieder hätte müssen sollen. Man, das passt ja überhaupt nicht. Egal, jedenfalls, also Handelsaufträge, die haben wir nicht gemacht. Wir haben ja einfach die Kisten weggenommen, damit das Zeug verschwindet. Damit wir dann am Schluss die legendäre Truhe holen konnten. Und die hat noch irgendwie 6.000 oder so gegeben. Ich habe nicht verstanden, wieso die anderen raus sind. Weil das macht doch keinen Sinn. Wieso bin ich jetzt da im Felsen festgebackt? Eben sind in letzter Zeit diese Inseln ziemlich buggy. Weil ich hatte auch gestern mit Leuten gespielt und der eine ist immer irgendwie in den Fels reingeglitscht. Ich hatte ja das Problem gestern, dass ich mich mit der Kanone noch durchs Schiff hindurch geschossen habe und darum nicht weiter
Weitermachen konnte. Wir sind auf der Ascheninsel, oder? Und ich höre hier rein gar nichts. Weh, das ist die falsche Insel. Das muss doch die Insel sein. Das ist die Insel. Ich habe hier ja gestern noch Truhen geholt, auch noch. So, ich höre die Musik aber nicht. Dieses schöne Lagerfeuer hier, ja. Oh, woher kommst du bitte? Ach, stimmt, hier kommen wir auch immer wieder mit. Also, der Vorteil an dem hier ist, man kann es vielleicht alleine ein bisschen einfach, also leichter machen als, als manche andere Dinge. Oh, hier ist schon wieder eine random Truhe. Schon wieder eine Captain Chest. Aber das ist eine normale. Wieso ist denn hier noch eine normale Truhe gespawnt? Oh, goldene. Ja gut, ich mach das mal hier oben auf. Hier wieder an den Strand hin. Dann weiß ich wenigstens, dass hier meine Truhe ist. Ach stimmt, hier kann ich auch Munition nachladen. Das ist super gut. Weil das brauche ich dazwischen ja. Gegen die Skelette hier. Und Bananen gibt es hier dazwischen auch noch. So, wo seid ihr denn wieder? Ach, der eine hat noch ein Gewehr, das macht es natürlich um einiges schwerer. Ich nehme den einen mal in die Hand und was hat er? Ach, die Fackel in die Hand. Oh, das sind sogar zwei mit Gewehr. Toll. Jetzt hat er wenigstens die Banane auch gegessen. Auch wenn ich immer noch ziemlich Schaden kriege. Ja, die Aufgaben werden hier schwer sein. Sehr gut. Ach, übrigens, wenn jemand stirbt, also wenn ich jetzt sterbe, die spawnen die auch kurz. Und die kommen erst wieder, wenn ich wieder aus der Ziefer des Verdammten wieder rauskomme. Das habe ich gestern gehabt. Ich habe ein Bündnis mit einem eingegangen. Ich wollte ihm helfen. Ich muss nur so einen Auftrag machen. Wenn ich das nicht sogar aufgenommen habe. Ne, habe ich glaube nicht. Es war jedenfalls ein bisschen strange. Er stirbt, sie sind wieder weg. Er stirbt, sie sind wieder weg. Er stirbt, sie sind wieder weg. Also. Die kann man relativ gut töten, wenn man auf sie drauf schießt. Natürlich wäre jetzt hier noch Pulverfass auch nicht schlecht. Oder diese Fontänen. Die lachen mich nur aus. Haha, du kriegst uns nicht klein. Ja, ich muss halt hier immer wieder Munition holen. Ein Vorteil ist, die sind ziemlich langsam. Der andere Nachteil ist, also Vorteil für sie ist, sie sind ziemlich robust. Und das ist unser Nachteil wieder.
vermute schon, dass bei Mönche 4 irgendwann untergeht. Weil wenn der Vulkan wieder ausbrechen wird. Also es klingt zwar immer so, aber es ist nur ein Erdbeben. So. Oh, hier gibt es auch noch Bananen. So, was für Skelette kommen jetzt? Oh, noch solche mit Pulverfass. Oh. Achso, sehr gut. Eigentlich sogar nicht mal schlecht. Ich hoffe, es spawnen einfach keine anderen Skelette. Und wenn, dann so, dass ich wenigstens, wenn ich ein Pulverfass wieder mit dabei habe, sind die Luft jagen kann. Also die gewöhnlichen hier zum Beispiel. Ja. Ich nehme es eigentlich Wunder, was der andere hier für Aufträge macht. Das wäre auch noch interessant zu wissen. So, wo bist du denn eigentlich? Och, die sind gestorben vorhin. Wer hat eine Waffe? Du? Ach, jetzt sind die Geysire ja nicht mehr. Ah doch. Aber die mit Waffen sollten sterben. Allzu viel halten die zum Glück nicht aus. Aber wenn es Captain ist, dann halt der viel aus. So, wo seid ihr? Ja, genau. Oh, der Captain ist schon da. Oh, wieder die Goldenen. Sehr gut. Die anderen sind down. Wie der aussieht hier, bitte. Hi! Der wird jetzt auch ein bisschen lange dauern, bis ich den habe. Sehr wahrscheinlich. So gut, er hat auch schon ein bisschen Damage bekommen. Okay, doch nicht. Ja gut, die Geysire hier geben halt wirklich ordentlich Damage, also für sich Skelette jedenfalls. Und das ist auch gut. So. Oh, der andere gibt was ab. Nice. Oh, der macht auch das. Oder er hat was gefunden jedenfalls. Kann auch sein. Mein Schiff ist hier unten. Und ich weiß, mir fehlt noch die eine Truhe, die da noch liegt. Ja. Er verkauft die Schädel. Oder gab ordentlich. Also sie geben noch ordentlich Level. Aber das ist eben auch das Schöne hier bei der Vulkaninsel. Man kriegt auch ordentlich Level. Also im Vergleich zu den anderen, weil da, ich weiß nicht, wie andere auf Level 50 gekommen sind. Naja, ist ja auch egal. Irgendwie kriegt man es hin und ich hoffe, dass ich es auch hinkriege in nächster Zeit dann. Damit ich auch dieses wunderschöne Lied spielen kann. Ach, ich habe eine neue Kleidung freigeschaltet. Okay. So, hier war die Captain Chest. Captain's Truhe. Ist leider nur eine normale. Die wird sehr wahrscheinlich so 7, höchstens 900 oder. Ja, gut. 1000. Könnte sein. 1000 gibt.
Aber eher unwahrscheinlich. So, ich muss jetzt schauen, ob die. War der oben oder war der unten? Ich weiß es noch gar nicht. Da hinten ist sogar noch ein Schiffswrack. Ja, lohnt sich das? Gut, vielleicht ist es auch kein Schiffswrack. Es könnten auch nur Fässer sein. Das Wichtige ist eben, ich will meine Shell auch natürlich dorthin bringen, oder? Ich meine, er soll auch Geld bekommen. Also erstens ich und zweitens der Verbündete soll nicht denken, beziehungsweise dieses Bündnis eingegangen ist, soll nicht denken, ja, der macht ja eigentlich gar nichts. Wieso hat er denn ein Bündnis mit mir? Wieso ist ein Bündnis mit mir eingegangen? Nur damit er auch ein bisschen bekommt. Gut, das ist schon das Schöne daran. Ich habe halt lange nur immer so Handelsaufträge gemacht. Manche haben sich vielleicht aufgeregt, aber gut, ich sag's mal so, man kann auch froh darüber sein, weil wenn du jetzt zum Beispiel noch dort einige Level brauchst und der andere macht nur Handelsaufträge, dann kriegst du da halt auch ein bisschen Level. Sieht nach einem versunkenen Schiff aus. Ja, die Frage ist jetzt, wollen wir dorthin oder nicht? Ich denke, wir gehen dort noch hin und dann würde ich diesen Part beenden. Ich gar nicht weiß, wie lange es ist, aber egal. Und ich hoffe, der Vulkan bricht in der Zeit nicht geradeaus. Das ist halt einfach das Problem hier alleine. Aber deswegen möchte ich auch gerne mit anderen Leuten zusammen zocken. Aber ich kann halt nicht immer nur am Abend dort sein. Weil ich nehme jetzt wieder morgen auf. Gut, das ist 20 nach 10. 5.11. So, damit ihr wieder wisst, welchen Tag wir haben. Und wie viele Jahre später das Video rauskam. Nee, Monate. Tage. Stunden. Ja, es kam halt. Kommt leider einige Zeit später raus. Das ist einfach nur mal so. Ich will nicht 100 Let's Plays an einem Tag rausschmeißen. Hier unten ist nicht mal eine Insel. Okay. Der Outpost lag ist mir markiert. Bin ich schon über die Möwen? Ich sehe sie gerade nicht. Möwen? 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 Hallo Möwen? Ach, da hinten noch. Ich muss nachher eh nach Norden, also richten wir uns schon danach. Und ich hoffe, wie gesagt, kein Vulkanausbruch. Oh, da ist auch wieder tief, ja. Hoffen wir, dass wir hier was Gutes finden. Na gut, ich habe hier leider das Bretter und so mitgenommen. Hey, Schwimmen ist ab und zu hier einfach nur. Kannst du hier bitte schön richtig schwimmen? Kein Schatz, nichts. Du willst mich doch verarschen hier. Rein gar nichts. Vielleicht habe ich jetzt auch was übersehen, das kann natürlich passieren. Da hinten leuchtet doch was. Ach, ein garstiger Schädel, ja, oder sowas. Hasserfüllter Schädel, okay. Kurz da schauen. Ich weiß, also ich gerade am Ertrinken bin. Das sieht nicht so aus. Naja, wenn das alles ist, schade. Hat fast nicht gepasst.
gebracht. Aber ich würde sagen, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Sea of Thieves. Oder wie es auch immer heißt. Also macht's gut und tschüss. Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sea of Thieves. Und ja, ich bin gerade hochgetaucht, habe den Channel zurückgetan. Denke so, ich höre sowas und dann... Oh ne, Vulkan bricht aus. Boah, aber knapper geht's schon fast gar nicht mehr. Ich meine, ich war wirklich oben, hab dann hingelegt, Segel runter, Anker hoch, höre gerade das Geräusch. Eigentlich wollte ich erst beim Outpost wieder aufnehmen, aber wir können ja bis dahin noch schneiden oder so. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns jedenfalls da gleich beim Outpost. Ja, meine Leute, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt zum ersten Mal. Also nicht, dass ein Vulkan ausbricht, sondern das da vorne ist der Outpost. Und ich war noch nie beim Outpost, als der Vulkan ausgebrochen ist. Und deswegen muss ich hier dann halt vor Anker gehen. Ja, da hinten haben wir halt noch einen Vulkan. Gut. Muss jetzt eben schauen, wo die nächsten Vulkane sind. Nicht, dass ich da so hineinfahre. Also wenn neben mir wieder ein Vulkan ausbricht, dass ich dann da auch sterbe. Ja. Also für mich ist es jetzt wirklich zum ersten Mal, dass ich hier sehe, dass der Vulkan hier vom Outpost ausbricht. Ich glaube, die meisten haben das schon gesehen und so. Eigentlich kann ich sogar noch näher ran, oder? Ich schaue immer, also als Tipp so, schaut einfach mal kurz. Vielleicht... Macht den Anker, wenn ihr eine Schaluppe habt. Und wenn ihr zu viert oder zu dritt mit einer Galeone unterwegs seid, dann macht euch nicht allzu viel Sorgen. Einer geht einfach nach unten, repariert, die anderen beiden schauen da mal. Irgendwie reparieren uns. Also die anderen beiden, der eine steuert und der andere schaut halt wegen den Ziegeln und so. Und wenn es halt nicht geht, Anker werfen. Oh, es hat aufgehört. Na gut, das finde ich gut. Ich dachte zuerst, dass der andere noch im Outpost ist, beziehungsweise der ist hier. Ja gut, nee, der ist weiter vorne. Es wird nämlich so komisch angezeigt. Der wird sich auch freuen, wenn ich hier solche Dinge verkaufe. Also ich hoffe es jedenfalls. Ich weiß nicht, ob der legendär ist. Ich glaube eben nicht. Vor allem die wenigsten, also man sieht hier selten eine Schaluppe und ich verstehe auch noch die Leute, wo irgendwie in die Kommentare geschrieben haben oder einfach das Spiel so bewertet haben. Ja, jetzt noch Vulkane, das ist ja noch mehr unmöglich, alleine zu spielen. Ich gebe euch nur mal einen Rat oder einen Tipp. Dieses Spiel war noch nie dafür gedacht, alleine wirklich zu spielen. Man kann es tun, aber es ist eigentlich ein Spiel, wo gedacht ist, mit mehr Leuten zu zocken. Also mit Freunden zu spielen. Und ich sag mal so, es klappt gut, aber es kann halt nervig sein, wenn der ein oder andere nicht on ist, den man halt mag und so. Ja. So, wir fangen mit dem guten Schädel an. Wir kriegen hier halt noch Damage, wenn ich ins Wasser springe. Muss nur noch schauen, wo die Leitern gerade sind. Bei mir leckt es komischerweise immer, wenn ich ins Wasser falle. Ich glaube, ich hatte das schon auf der Xbox One S. Ich verstehe nicht, wieso. Kann das am Internet theoretisch liegen? Also, ich kann mal sagen, was für eine Leitung ich habe. Nicht diese komischen Zahlen, was die meisten angeben, sondern ich kann nur sagen, eine 25 Mbit-Leitung. So kriegt mein Internet hin, jedenfalls. Und ob das jetzt viel oder wenig ist, ich kann nur sagen, der Durchschnitt der Schweizer ist höher. Bei 30 nämlich. Laut 2017 eine Studie, irgendwas. Die ist aber nur auf 30. Und der Upload, wo ich habe, der kann bis zu 5 Mbit sein. Also mega. Megabyte. Ja, Byte. Mbit pro Sekunde natürlich so.
Nee, Mbit, nicht Megabyte, Mbit. Und wichtig, Megabyte ist 8-mal weniger, also, nee, beziehungsweise wird es auch geteilt. Also die 25 sind eigentlich, viel waren es 25 durch 8 eigentlich. Ich habe zwar auch schon 5 Megabyte pro Sekunde hinbekommen, aber in der Regel sind es etwa 3, die ich herunterladen kann oder so 4 höchstens. Also 3,5 irgendwas. Weil 24 sind ja zum Beispiel 24 mal 3 mal 24, 3 mal 8, 24 und deswegen ja. Diese Zahl irgendwie, aber. Das ist komisch. Ab und zu mehr, ab und zu weniger. Aber es ist so nur ein ungefährer Durchschnittwert. Es gibt Tage, das eben höher und Tage weniger. Und je nachdem, wie viele drin sind. Ja. Und eben, es ist nicht mal ein Megabyte, wo ich hochladen kann. Ich will eigentlich mal was testen dann, aber das werde ich noch lange sagen. Zum finanziellen irgendwie. 1008. Nicht schlecht. Schlecht. Ihr kriegt übrigens nicht weniger Geld, wenn ihr in Handel eingeht, sondern der andere bekommt einfach, so wie ich es verstanden habe, 50% von dem, was ihr auch verdient. Also er hat jetzt zum Beispiel 504 oder sowas bekommen. Ich kann es nicht genau sagen, aber es müsste ungefähr das sein. So, wir gehen danach zu der Insel und ich bin mal, ja. Ich mache hier mal einen kurzen Cut und ich bin sowieso AFK. Bis gleich.